sehen gerade hier bei der Kinderuniversität, dass die junge Generation verkehrsbegeistert ist. Vielleicht sind nicht mehr alle so große Autofans, die sich ausschließlich auf ein Verkehrsmittel konzentrieren, sondern gerade Kinder lernen, dass sie oftmals Verkehrsteilnehmer mit ganz verschiedenen Interessen sind. Sie sind einmal Fußgänger, sie sind oft Radfahrer, sie fahren aber gelegentlich auch mal mit dem Auto oder mit Bus und Bahn. Und es ist eine wichtige Aufgabe der Verkehrspolitik, diese verschiedenen Verkehrsträger miteinander zu verschränken und das Optimum jedes Verkehrsträgers auch zu erschließen. Und dabei spielt gerade für kleine Verkehrsteilnehmer, für die Kinder und Jugendlichen natürlich das Thema Sicherheit eine ganz große Rolle. Hier ist ein Schiff, Auto. Ich würde sagen, dass das größte Anliegen, warum wir das mit den Kindern machen, ist eigentlich, das ist vollkommen logisch, man kann Kinder nicht früh genug an den Verkehr ranführen. Also wir machen jetzt einen Deal, wir geben euch diesen Helm und ihr organisiert eine Tombola und der Gewinner darf dann einen Verkehrssicherheitskurs machen und bekommt diesen Helm dazu geschenkt. Cool, machen wir. Und dieser Helm hat Autogramme von Sebastian Vettel und Michael Schumacher, also ein ganz, ganz besonderer Helm. Ich habe gelernt, dass die Helmpflicht vorläufig erstmal noch nicht ist. Was sehr schade ist, weil nicht sehr viele Menschen darauf achten.